Oh. Wie viele Trainer gibt's hier? Some say Fairy Type Pokémon kommen vom Mond. Die kommen vom Mond, Leute. So, Peter Hase. Du schaffst es. Quick Attack. Ja, muss ich auch nochmal die Attacken sortieren eigentlich. Oh, shit. Das ist ganz schön wenig durch den mit Ohr. Nein! Nicht noch Wuchs. Nee, Rutenschlag. Ah, ich kann es jetzt zumindest ausschalten. Warum ist das eine Fee, Mann? Warum ist es nur eine Fee? Es sieht überhaupt nicht aus wie eine Fee. Es ist nur pink und das reicht. No, jetzt bin ich mal gespannt. Ich probiere es doch nochmal. Komm. Jetzt kommt nochmal mit Ruhe, aber ah, scheiße. Ich hatte eh nicht den besten Angriff hier drauf. Das war jetzt gar nicht mal so schön. Na los. Aber wir haben ja. 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 Das ist, glaube ich, akzeptabel. Doch. Doch, ich bin zufrieden mit der Attackenwahl. So, Biss kann ja auch nicht viel machen hier gerade. Hätte es ruhiger mal machen können. Ich glaube, man kann es ja sogar bis zu dreimal aktivieren, die Attacke. Shit, ey. Ah, ich wusste. Ja, das wird jetzt doof. Tinkerbell! Komm! Ja, bisher bist du eher Stinkerbell. Mann! Was wird das hier? Komm schon, ey. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt musst du eine schöne Attacke auswählen. Graswhistle. Schreibt man das echt so? Ohne Leerzeichen und dann großes Leeren? Das etwas. So jetzt. Angriff! Angriff! Ui. Macht aber auch nicht viel, weil das eine Kampfattacke ist. Komm, Charming Cry. Es zieht sich ein wenig klar, wenn ich nicht auf Anhieb gute Attacken bekomme. Ja, das war jetzt deutlich schneller mit Charming Cry. Level 8. Man kann Peter Hase auch wieder nach vorn. That's totally clips of my heart. Moves like Moonmass and Moonlight are fairy, genau. Ja, Peter Hase, das ist nämlich nur noch Level 7. Ich habe das stärkste Band mit meinem Pokémon. Und dieses Band werde ich jetzt zerschneiden. Hanoko mit Spritzi. Oh, Spritzi! Das wird schön. So, Quick Attack. Aber auch nicht Attacken sortiert. Wow, wie schlecht. Also, sonst war Skuppel eigentlich ganz stark, aber irgendwie lässt so ein bisschen nach vom Schadensbild. Stirbt! Nein! Ich hatte noch 12 Tränke, was soll ich tun? Ja genau, riech mal an meinem Hasen. Dann kann ich wenigstens schön angreifen. Oh. Und tschüss. Fühle ich mich bereit zum Arena-Leiter? Ich weiß ja nicht, was er benutzt, der Pokémon. Zwirbelix. Das war das andere. Ja. Ich habe mir da schon gedacht, dass das auch noch dran kommt. Ich wusste nicht, wie es heißt. Quit. Das kann auch die Feenbrise. Nein. Sollte ich gerade so schaffen. Sollte reichen, ja. Oh Mann! Gut so. Ich bin ein bisschen nervös, sag ich mal. Ich glaube schon, dass ich drei annehmbare Pokémon habe, aber wir wissen meine Historie mit den ersten Arenen. Jetzt sagt man Historie, eigentlich sagt man Historie, oder? Das war Wurst. Ist ja auch egal. So. Ich benutze. Ich habe so viele Tränke, ist doch Wurst, ey. Ich schmeiße alle raus hier.
Oh, schaut mir das mal an, ey. So viel, wie man hier bekommt, kann ich noch rausschmeißen, wenn ich lustig bin. Vielleicht kommt die Arenenreiter. Da will ich aber auch schön speichern vorher, das kann ich schon mal sagen. Ja, ich muss ja erstmal den Weg noch finden, da sind zwei Bäume. Hat das was zu sagen, dass hier zwei Bäume stehen? Ah, aber man bleibt trotzdem im selben Raum. Oder nicht? Ach nee, hier kam ich ja her, man bleibt trotzdem im selben Raum, ne? Oh. Oh, shit, ey. Oh je. So, speichern. Oh Gott. Wie viele Metronomen habe ich noch? 7, das ist okay. Ja, würde ich mal sagen, los geht's, oder? Was haben wir hier hinten noch? Ich kann da rausgehen. Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Mann, so jetzt aber. Na dann los. Hallo, mein Name ist Sanando. Ich bin der Arenaleiter von Zeros Village. Ich bin noch neu, also gehen wir es bitte langsam an, ja? Nein, ich will nicht zerstören. Naja, aber hier wirkt er schon deutlich enthusiastischer. Ich bin vielleicht etwas unterlevelt. Okay. Ich bin etwas unterlevelt. Scheiße! Warum hat er drei Pokémon? Und noch dazu fängt das erste auf 11 an. Das ist gar nicht gut. Was hat sie? Scheiße, ich habe jetzt nicht geguckt. Sorry, ich habe jetzt nicht geguckt, welcher Move. Was ist denn bei Nessiplot höher? Dann? Ich habe jetzt leider genau weggeguckt in dem Moment. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist das. Oh, Scheiße, ich habe Nasenbluten. Nein! Ah! Oh. Fuck. Okay, Leute, ich habe gerade Nasenbluten. Das ist schlecht. Nicht etwa, weil ich Angst vor dem Kampf habe, sondern einfach so, weil eine Ader geplatzt ist. Trotzdem muss ich den Kampf jetzt irgendwie absolvieren. Ja, schön. Das ist schon mal gut. Ja, ich würde einen Trank benutzen jetzt, ne? Ich bin gehandicapt. Falls jetzt zu viel Blut aus meinem Kopf rausläuft, dann ist das nicht schön. Dann kann ich nicht so gut nachdenken. Shit. Reta, ich öffne schon wieder meinen Beutel aus Versehen zweimal. So, jetzt komm. Komm schon. Was gut ist. Eisbeam? Könnte was Positives sein. Ja, wir haben es zumindest schon mal da. Auf die Hälfte. So, los. Ich vertraue auf Tinkerbell. Stored Power! Es ist echt gut gerade. Ja, das war klar, dass jetzt wieder irgendwie ein Trank hinterher geschossen wird. Charming Cry! Das macht eigentlich akzeptablen Schaden. Ich sollte nur darauf gehen, Mann. Ich sollte jetzt nicht am Metronom hoffen, dass da was Sinnvolles die ganze Zeit rauskommt. Komm, mach die ganze Zeit. Komm, ey. Wie viel macht denn das? Potion. Potion. Wie viel macht das? Wenn das jetzt mehr als 10 macht, ist das eigentlich schlecht. Das ist okay. Völlig in Ordnung. Das erste ist down. Das Pipi-Duell habe ich entschieden. Ich brauchte zwar zwei Tränke, aber egal. Oh Mann. Das ist Ratfratz. Nee, Moment, das ist nicht Ratfratz, das ist Trasler. Wieso dachte ich an einen Ratfratz? Naja, gut. Zing. Was? Ja, das ist egal. Das ist die Attacke, auf die ich sogar am ehesten verzichten kann. Sehr schön, dass ich da nicht Metronom benutzt habe. So, weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, los. Komm schon. Mudslap. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, immerhin sinkt die Genauigkeit vom Gegner. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mal so schlecht gerade. Ich habe noch drei Pokémon übrig. Oh, Kometen. Ah, das ist nicht die Stahlattacke. Ich dachte, nee, das ist Bullet Punch, ist die Stahlattacke, ne? Und Sternenhieb. Sternenhieb ist auch.
Misch, Dings hier. Naja. Mann, ich bin wieder der Drachenattacke, Mann! Komm, ey, ist egal. Mach einfach Charming Cry. Oh, shit! Oh Gott! Ey, Pipi, alter Pipi! Pipi! Jigglypuff! Das schaffe ich, das schaffe ich. Komm! Das schafft jetzt Peter Hase. Ich trau das Peter Hase zu, los! Los hier! Das kann Gesang, ne? Moment, das kann Gesang, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh nein! Ich darf nicht die Verteidigung zu sehr nach oben treiben lassen. Oh fuck. Oh shit. Ich kann verlieren gerade. Das sieht nach einer Niederlage aus, vielleicht wieder. Wenn ich jetzt kein Glück habe, dann verliere ich das. Ja, es boostet sich ins Unermessliche gerade. Oh Mann! Ich meine, ich hätte auch Taunt machen können, ja. Aber ich. Es hat so viel Angriff, wie wir gerade gesehen haben, deswegen. Nein! Ich verliere. Ich verliere. Ich verliere. Ich verliere. Nein, ich werde das garantiert nicht verlieren, Alter. Vergiss es. Ich werde hier einfach alle Tränke in Pipi reinstecken. Und dann werde ich nämlich nicht mit, mit einem direkten Angriff agieren, sondern mit dem Cry da, mit diesem komischen Cry, und dann gewinne ich. Ist immer nur da. Aber es müsste eigentlich erledigt sein. Es müsste eigentlich erledigt sein. Es kommt. Ja! Oh, ey. Ich hab den ersten Kampf eigentlich relativ solide gemeistert. Klar, brauchte ich ein paar Tränke. Warum willst du schon wieder Double Slap lernen? Ich hab dich schon Double Slap weggemacht. Warum willst du das wieder lernen? Oh Mann. Wahnsinn. Wow, das zählt nicht. Ich geb dir den Orden. Ich halt die Schnauze, gib mir den Orden, was verloren, ey. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Pulst wie. Alter, was ein Crybaby. Der pullt echt hier eine Bianca bzw. Sandra, ne? Das war ja die zweite Gen, wo alle Frauen fast den Orden erst nicht rausrücken wollten. Ich stehe noch nicht mal als Gewinner da. Was hast du zu Fernando gesagt? Der ist einfach hier rausgestürmt. Oh mein Gott, Alter, der hat seine Pokebälle nach dem Typen geschmissen. Was für ein Pisser. Excuse me. Sorry, dass ich dich belästige, aber bist du der Trainer, der Fernando besiegt hat? Er ist mein, mein Enkel, ja, mein Enkel, so. Und er scheint jetzt wohl gerade neben der Spur zu sein. Er ist zum Wisp Forest gerannt, aber er hat keine Pokémon bei sich. Würdest du bitte so nett sein und ihm nachrennen? Ich möchte nicht, dass ihm was zustößt. Oh, danke dir. Ich habe nicht zugestimmt. Naja, du musst einfach nur diesen Zeros Path vor, den kannst du nicht verfehlen. Dankeschön. Was ein Typ, was ist das für ein Penner, ey? Ich werde garantiert. Ja, stimmt, ich habe meinen Orden. Ich wollte mir gerade meinen Orden angucken. Aber nein, ich habe ja gar keinen Orden bekommen. Da war ja was. Ey. Ich meine. Sandra und Bianca, ne? Aus der zweiten Gen, die waren ja schon dämlich, dass die einem den Orden nicht direkt geben. Aber die haben wenigstens keine anderen Leute angegriffen. Der Typ schmeißt einfach seine Pokebälle nach seinem Mitarbeiter. Was soll das? Ich geh erstmal hier lang.